sind Projekte, die meistens mehrere Jahre. Das Hamburger Projekt war während über 10 Jahre lang aktiv. Und meine letzte Arbeit, der Platz des europäischen Versprechens, das war über 15 Jahre. Und 2 bis 3 Straßen. Einfach die Idee, Städte zu fragen, im Kontext der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010, mir eine Straße in ihre Stadt zu geben. Und am Anfang habe ich gedacht, unmöglich, also was. Aber ich habe gedacht, okay, also. Shrinking Cities, also Städte, die schrumpfen, Städte, die Probleme haben mit der Migration, mit der Arbeitslosigkeit. Und da waren dann plötzlich 5 Städte, die mitmachen wollten, sodass ich dann plötzlich sogar auswählen konnte. Und die Prämisse war einfach, ich lade auf verschiedenen Medien über die Kunst, aber auch über die Tageszeitungen oder lade ich Menschen ein, ein Jahr lang mietfrei, also quasi wie mit einem Grundeinkommen zu wohnen, ihr Leben fortzusetzen. Leute, die also keine Künstler waren oder keine von mir irgendwie determinierbaren Leute, außer durch die Anrede. Also quasi, ich kann ja X sagen, das habe ich nicht gelesen, Y, das hat mich nicht interessiert, und dann Z kann sagen, ja, das ist spannend. Okay, und da hatte man dann plötzlich aus der ganzen Welt, von Argentinien bis Moskau und weiß ich was, hatte mir 1500 Menschen, die da einziehen wollten. Ich hatte insgesamt in den 3 Städten 58 Wohnungen, die saniert worden waren, in 3 Straßen. Also das jedes Mal in einer Straße war das eine Minorität von vielleicht noch nicht mal 5% unter der Bevölkerung. Und wir haben das dann übers Internet, sagen wir mal, kuratiert oder vor allen Dingen den Leuten klargemacht, dass es um ihr Leben ging. Also dass wir nicht Garantien übernehmen konnten, dass sie jetzt da irgendwie Latein lernen oder besonders kreativ wurden. Also diese Aura der Kunst auch ein bisschen, die ja stark ist, zu reduzieren. Und das Ergebnis war, dass Leute zwischen 18 und 72 Jahren teilgenommen haben aus 16 Ländern. Und sie sollten eigentlich, wir wollten nichts tun. Es sollte einfach nur durch die Tatsache, dass da Fremde reinkamen, Fremde zu einer Bevölkerung, die über 50% migrantisch war. Und das Problem mit den Migranten ist natürlich auch, wenn sie Mehrheit werden und wenn sie zu starke Präsenz bekommen innerhalb von reduzierten Umgebungen, dass sie dann natürlich Automatismen entwickeln und Mechanismen entwickeln, die abgrenzend sind, genauso wie die Mehrheit, die sie abgrenzt. Und wir haben eine neue Minderheit geschaffen. Wir haben aber gesagt, also, wir machen keine Aktionen, wir machen keine Kunst,
Und haben dann aber trotzdem so ganz kleine Sachen, die von den Leuten selbst kamen. Also der eine wollte unbedingt kochen und ist dann mit einer Klingel durch die Straße schon gegessen und hat einen Tisch in die Mitte von der Straße gestellt und so. Oder ein anderer hat auch einen Tisch gehabt und hat gesagt, ich bin ein Zeitverschenker, ich hör dir zu. Ja. Also minimale Dinge, die ähnlich sind übrigens wie die Sachen, wie ich angefangen habe in den 60er Jahren. Also mit materiell kaum Aufwand, mit kaum etwas, was Unterschiedlichkeit erzeugt zu dem, was du sowieso schon tust und so. Und daneben gab es noch eine Sache, die dazugehörte. Das war, dass wir all denen, die es wollten, einen gebrauchten Laptop gegeben haben. Und diese Laptops, die waren so programmiert, dass sie an ein gemeinsames Archiv gebunden waren. Und man konnte darin mehr oder weniger nur eine Funktion machen, das war Schreiben. Und alles, was man schrieb, während diesem Jahr, landete in einem gemeinsamen Archiv. Also du schreibst und hast dann deine Spaghettis vergessen und gehst zu den Spaghettis und wenn du das 8 Minuten lang unterbrochen hast, dann verschwindet dein Text in das gemeinsame Archiv und ist chronologisch eingeordnet innerhalb all der Texte, die entstanden sind, vor dir. Seit dem 01.01.2010. Und so sind dann, wir haben außerdem, das ist ein bisschen ironisch so, als ein bisschen eine Wiederauferstehung der Besucherschule von Basson Brock, haben wir dann Leute eingeladen aus dem Kunstbetrieb, von den Museen, die Straßen zu besuchen. Also sie kamen dann mit Bussen aus Förderverein von Wiesbaden oder sonst was und guckten sich die Wirklichkeit an, also wo überhaupt nichts zu sehen war. Und guckten sich die Straßen an. Und da gab es dann also von den Teilnehmern, gab es dann also auch Führungen. Und die reden also nur über die Straße, haben sie schon mal diese Fenster gesehen, haben sie schon mal diese Türen gesehen. Also quasi die Wirklichkeit so behandeln, als sei sie also die große Sehenswürdigkeit, nicht das Event. Und die durften, während sie in den Wohnungen waren, auch mitschreiben, auch schreiben. Okay, sodass am Schluss dann 800 Autoren da an diesem Text gearbeitet haben, der ein Jahr lang dauerte. Und auch wieder so in 18 Sprachen und die Texte waren nicht voneinander getrennt. Die waren anonym und ich hatte vorher dem Dumont Verlag in Köln gesagt, dass das entsteht und die haben das dann als Buch publiziert und das heißt 2 bis 3 Straßen und es ist also 3000 Seiten auf Bibelpapier und das interessiert mich immer wieder, die Formate der Kunst und die Formate der Kultur so zu lesen wie ein Kind, das nicht alles versteht. Also es ist unter Umständen falsch zu lesen und so ein Buch hat eigentlich keinen sittlichen Nährwert, könnte man sagen, außer dem, dass es entstanden ist. Also es verweist eigentlich immer auf eine Wirklichkeit, die eigentlich immer eine Rolle spielt, aber die an der Stelle einfach die jedermann schreibt. Und was ich besonders, also die Leute haben mich natürlich gefragt, warum stehst du auf dem Umschlag? Ich habe kein Wort darin geschrieben. Also wir sind nicht angekommen in irgendeinem Paradies. Das heißt, the job goes on.
grundsätzliche Frage an bei fast allen Projekten. Ich habe gesagt, dass es mehrere hunderttausend sind, die da mitgemacht haben bei den verschiedenen Arbeiten. Also das heißt, da gibt es Grenzen bei mir. Andererseits bei denen, in den Fällen, in denen der Beitrag der Leute am entscheidendsten war für das Leben der Arbeit, ja, da gibt es Beziehungen. Da gibt es Beziehungen und das gilt also bei 2 bis 3 Straßen ist es so gewesen, dass die Teilnehmer sich selbst entschieden haben, weiterzumachen und sich dann in einer der 3 Städte versammelt haben, in Dortmund. Und ich habe dann damals gesagt, ändert den Titel und macht in der Wirklichkeit weiter und vergesst, dass ihr mal Kunst wart. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber die sind seit 2010 oder seit Anfang 2011 sind die zusammen und sind eine Einigung, Vereinigung, Borsig 11. Das ist der, an dem Platz war das, im Borsigplatz, das ist der Platz, wo Borussia Dortmund herkommt. Und die sind auch unterstützt von Borussia Dortmund und arbeiten im Quartier. Also insofern ist das durchaus eine Frage, die über die Frage hinausgeht, die Antwort, die über die Frage hinausgeht. Es geht nicht um meinen Adressbuch oder meine gute Seele oder meine Empathie gegenüber den Leuten. Das wird oft gefragt. Ich habe auch mit Obdachlosen gearbeitet und nachdem sie 6 Monate angestellt waren mit Vertrag und Rente, war es vorbei. Und das ist nicht ganz einfach. Aber auch von denen kenne ich ungefähr noch so, von den 12, die damals bei Les Mots de Paris, also bei den Wörtern von Paris, teilgenommen haben. Die Obdachlosen von der Hälfte von den Leuten, die kenne ich noch, ja. Das geht ein bisschen über meine Fähigkeiten oder über meine Qualitäten hinaus. Und das sind einfach Situationen, die zum Leben gehören. Ne? Also die kann man nicht ohne weiteres, wenn man ehrlich ist, kann man die nicht in seinen PR einbauen. Das war so, im Moment ist das nicht so und das hat auch damit zu tun, dass die Gesellschaft sich verändert. Das heißt, es gibt keiner einen solchen Auftrag, wie der ja auch mit finanziell relativ aufwendig ist oder inhaltlich umstritten ist. Im Moment ist die Angst vor dem Falschtun sehr groß und die Kultur zieht sich auf die bekannteren Terrains zurück. Das wäre Unsinn zu sagen, hallo Fortschritt, wir haben uns abonniert. Das stimmt nicht. Ich komme gerade von einer Konferenz über Karl Marx. Es gibt auch sehr viele andere Dinge im Leben, die spannend sein können. Ne? Also, und da geht es ums Gleiche, das arme Leben.
Nein, ich mache im Moment, ich habe ein ganz klein wenig mir eigentlich nie gedacht, dass Kunst ein Beruf ist. Sag mal, wenn ich abwägen sollte zwischen einer neuen Arbeit und der Chance, was Neues zu tun, was nicht so aussieht wie Kunst, da würde ich sehr zögern. Also ich bin immer auf der Suche nach was anderes im Leben. Und das kann ich mir jetzt leisten und das will ich, das ist offen, ne? Es ist offen und man wird ja auch nicht jünger. Und dazwischen gibt es immer wieder interessante Momente, dass Leute sagen, ein Museum sagt, mach eine Retrospektive und dann sage ich, alles nur nicht das. Und dann plötzlich fällt mir was ein, wie man diesen Begriff benutzen kann und dann etwas machen kann, was ihm nicht entspricht, aber ihn trotzdem irgendwie wie ein Echo den Begriff einfach in einen Kontext von der Wirklichkeit stellt. Okay. Und an solchen Sachen bin ich dran, ja.